Ja, Basteln mit Mario. Lötkolben ist schon warm hier geworfen worden. Jetzt muss man noch sehen, dass wir hier ein bisschen Lötzinn haben. So, hier ist die Lupe, die brauchen wir mal wieder, um zu kontrollieren. Dann wollten wir noch euch zeigen, worum es ging. Anfang der 80er Jahre. Na, das ist ja toll. Na gut, dann müssen wir aus der Druckerschublade ein frisches Blatt Papier nehmen. Und zwar Anfang der 80er Jahre wollte ich meinen Vater beweisen, nachdem hat man in der DDR den ersten CMOS-Schaltkreis, 14 Anschlüsse, der hier, 498, also die Nummer hatte ich, aber da gab es kein Internet, da konnte ich also auch nicht nachschauen, wie die Anschlüsse waren. Ziel war, mein Adoptionsvater hat für 80 DDR-Mark zwei Komplementärtransistoren gekauft und wollte für seinen Sohn ein Signal machen. Für die Eisenbahn. Da hat er gemessen und rumgelötet und die Schaltung, das heißt also, so, mal sehen, können wir mal ein bisschen beiseite, aber bitte nicht an den Lötkolben ran. Ja, den Lötkolben sieht man ja sogar. Ja. Nochmal aufzeichnen. Hier ist dann das Schienengleis, dann wird einer geht durch, dann habe ich hier eine Unterbrechung. Und wieder eine Unterbrechung. Und dann die maximale Zuglänge kommt dann hier auf dem Gleis hier in Kontakt. Kontakt zum Beispiel plus oder hier Kontakt an minus. Je nachdem, wie die Schaltung funktioniert. Ob sie negiert oder so. Super, ja, die Schaltung ist noch zu sehen. Da ihr sehen. Hier an den Kontakt dran, dann geht das Signal auf Rot. So, und dann hat er einen riesen Becherkondensator gehabt, weil mit Komplementärtransistoren, die fressen ja extrem viel Strom an der Basis. Und das Ding ist nicht gelaufen. Und dann habe ich gesagt, hier in der Bastelquelle oder in der Warschauer Straße, ich glaube Bastelquelle hieß das, oder war das der Greifswalder Straße, ist ja egal. Jedenfalls für eine Mark. Und da habe ich ausgemessen, plus, minus, ja. War typisch, die Digitalschaltkreise hatte ich damals schon ein bisschen Ahnung. So, und dann war das folgendermaßen, also jetzt hier der Eingang war. Bei den Chip ist es glaube ich negiert, kann man sehen. Ja. Dann wollte ich hier mit CMOS ist hier so, und keine Ahnung wie das aussieht, Gate, Dorin, keine Ahnung. Ja. Das ist also hier ein Kondensator. Die Steuereinheit, ja, so sah das aus, ja, MOSFET-Transistor, ja, und wenn hier Spannung anlag, dann ist hier der Strom, das war der Strompfad, ja, Gate, Dorin, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, eben mit der Basis-Kollektor ist die TTL-Transistortechnik, Transistor-Transistortechnik, ja, wie gesagt, CMOS ist hier Kondensatoransteuerung, nicht? So, und so viel hatte ich ja in der Lehre als Elektriker verstanden, dass CMOS dasselbe ist wie eine Röhre. Wollen wir mal hier eine Röhre aufmalen. Na, Kathode, Anode und Gitter. Na, Gitter ist nämlich hier dem gleich. So, der Eingang ist dem gleich und der Ausgang ist der Anode gleich. Na? So, und wenn jetzt hier eine Spannung anliegt, zwischen Kathode und Anode. Und ich mache hier ein elektrisches Feld, nur ein elektrisches Feld. Also da fließt, hier ist dann noch eine Heizung drin, habe ich noch vergessen. Die Heizung erhitzt die Kathode und dann ist hier oben ein Elektronenwolke. Und wenn jetzt hier die Spannung entsprechend negativ oder positiv ist, fließen die Elektronen schneller oder langsamer in diese Richtung. Dann habe ich hier IA, keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja. Habe ich dann eine Verstärkung, ja, wenn also nur eine Spannung anliegt, habe ich dann hier zum Beispiel, kann ich dann maximal einen Kleinstverbraucher oder ein Relais ran und das Relais kann dann extrem hohe Ströme schalten, nicht? So.
Und mein Ziel war jetzt also mit so einem kleinen und nicht so ein, wie ich, keine Ahnung, was das 100 Mü, 1000 Mü, ja, 1000 Mü, weiß ich nicht, was er hatte, 10.000 Mü, keine Ahnung, 20.000 Mü. Und trotzdem hat er die Schaltung nicht zum Laufen gekriegt. Jetzt habe ich hier 0,5 Mü, 49 ist genau. Ach, falsch geschrieben, nicht Mü. So, und jetzt wollen wir das an den Eingang hier von den Gate, ja, CMOS-Transistor, Röhre, ja, wollen wir das dort ranlöten und mal sehen, was wir da für Ergebnisse haben. Na, jetzt werden wir mal ein bisschen Licht machen. Erst kommt hier der, ja, hier der Widerstand. Übrigens, die Dioden, die verschiedenen Farben haben verschiedene Spannungen, wo sie erst anfangen zu leuchten. Und die grüne, die ist mit 2 Kilo, glaube 2 Kilo habe ich hier angelötet, ist sie nicht mehr zufrieden. Ja, sehen wir auch nicht. Das ist nämlich an. Ja, ganz leicht glimmt vor sich hin, wie so eine Glimmlampe. Machen wir mal erstmal hier weg. Ja, ich habe hier noch jede Menge andere Kondensatoren. Aber ich denke mal, weiß ich jetzt nicht, was der NE555, den gibt es auch als CMOS-Variante. Ja. Aber ob da das denn nun selben Ergebnis hervorruft. So, jetzt habe ich gerade Frühsport gemacht. Ach, hab den Lötkolben nicht richtig in die Steckdose geschoben. Ja, dann müssen wir noch einen Moment warten. Machen wir gleich nochmal.